Mein Name ist Benjamin Burkhardt. Ich bin zusammen mit meinem Kollegen Jan Piontek für die Betreuung des Zipools und der User des Zipools zuständig. Und hier an der Uni studiere ich den Master Linguistik, mittlerweile im zweiten Semester, und hoffe, dass es in einem Jahr dann auch zu Ende geht mit dem Studium endlich. Hallo, mein Name ist Jan. Ich bin einer der beiden Tutoren hier im Zipool der Philosophischen Fakultät. Wenn ich nicht gerade hier bin und den Zipool betreue und den Leuten helfe, dann studiere ich Linguistik im Master und mein Zweitfach ist Englische Philologie. Zipool, also das ZIP im Zipool steht für Computerinvestitionsprogramm. Und das ist ein Programm, das von der DFG und der Deutschen Forschungsgemeinschaft initiiert wurde, um Forschung und Lehre an den Universitäten zu verbessern. Wir sind im Sommersemester 2012, zum Ende des Sommersemesters 2012, aus dem Blauen Turm im Erdgeschoss ausgezogen. Und danach gab es eine längere Planungsphase und man hat überlegt, ob man den Zipool so als Einrichtung überhaupt aufrechterhält. Aber man hat sich dafür entschieden und wir sind jetzt wiederzufinden im Kulturwissenschaftlichen Zentrum in der zweiten Etage im Raum 2.602. Also klar, das Drucken und das Nutzen von Rechnern ist natürlich der Hauptbereich des Zipools. Und ein weiterer großer Punkt des Zipools ist natürlich, dass auch Tutorien hier stattfinden können, dass andere Veranstaltungen stattfinden können. Und auch wenn man mit mehreren Gruppen, mit mehreren Leuten zusammen ist und zusammen an etwas arbeiten muss, dann hat man hier auch genug Rechner zur Verfügung, sodass jeder seine eigene Recherche zum Beispiel machen kann. Also hardware-seitig sind die Rechner mit einer Core i3 CPU ausgestattet und damit Programme und so weiter schnell starten, haben wir auch eine SSD in die PCs einbauen lassen. Also das ist eine Solid-State-Festplatte, ist ungefähr dreimal so schnell wie eine alte Festplatte. Softwareseitig haben wir auf den Rechnern Office 2013 installiert und den Adobe Acrobat, also nicht den Adobe Reader, sondern den Writer. Das heißt, ihr könnt wunderbar auch an PDFs umfeilen und die verbessern und bearbeiten und so weiter und so fort. Und alles, was freie Software angeht, haben wir eine ziemlich große Auswahl installiert, aber falls da irgendwas fehlen sollte, könnten wir das jederzeit nachinstallieren, auch auf allen Rechnern. Wir haben im Gegensatz zu früher sogar jeden Tag geöffnet, montags von 15 bis 19 Uhr und an allen anderen Tagen von 12 bis 17 Uhr. Also eigentlich genug Zeit jeden Tag, verlässlich sind wir geöffnet. So, nachdem ihr jetzt Bescheid wisst, um was es in dem Zipool geht, hoffe ich, dass wir euch bald begrüßen können. Ich auch. Warte, das machen wir nochmal anders. Ja, das glaube ich auch.